die Frage natürlich, was versteht man denn unter sozialistischem Wohnungsbau, die ist natürlich nicht mit einem Satz zu beantworten. Das geht nicht. Da muss man anfangen bei der Tatsache, dass in der Verfassung der DDR ja das Recht auf angemessenen Wohnraum verankert war. Die Wohnungen sollten ja, das war ja das Ziel, für jeden Bürger annehmbare und komfortable Wohnungen zu schaffen, wobei das Wort komfortabel natürlich weit verschieden ausgelegt werden kann. Und wenn man bedenkt, dass der Quadratmeter Wohnraum an Miete ungefähr 1,10 Mark gekostet hat, warm, betone ich, dann sagt das ja einiges aus. Es wurde also dann in der ersten Phase noch Bezug genommen auf die vorhandenen Fluchtlinien, auf die Straßenstruktur. Und es wurde ja auch mit den üblichen traditionellen Methoden gebaut, mit Mauersteinen. Die zweite Phase führte dann dahin, dass die Fassaden eine stärkere Ausprägung erhielten, dass man hier die Formensprache von, besonders in Dessau, die Formensprache von Erdmannsdorf und Pozzi wieder aufnahm. Insgesamt waren das alles sehr gute Wohnungen, sehr komfortable Wohnungen, aber eben doch zu teuer. Das änderte sich dann generell mit der Hinwendung zum industriellen Bauen, also zur Typisierung und zum Plattenbau, zum Montagebau, sodass man nunmehr zu einer offenen Bauweise überging. Der erste Abschnitt war, dass wir uns um den zentralen Platz bemüht haben. Der erste Bau am zentralen Platz ist ja die berühmte Scheibe Nord. Die Scheibe Nord ist ja dann auch unter anderem dort entstanden, auch einmal um, sagen wir mal, eine richtungsweisende Verbindung zu schaffen von der Hauptstraße in Richtung Marktplatz und Rathaus. Wir fühlten uns ja, das muss man mal dazu sagen, als legitime Nachfolger von Gropius mit seiner Fließfertigung und Fertigteilbauweise, die er ja an seiner Siedlung in Dörten eingeführt hatte. Wir fühlten uns ja da völlig auf dem richtigen Wege. Also wenn nun schon Bauhaus in Dessau, warum denn nun diese Ideen beiseite schieben, das Bauhaus? Erst als es nicht mehr zu umgehen war, als der 50. Jahrestag des Bauhausgebäudes anstand, international, da kam man dann auf die Idee, nun müssen wir das Ding auch mal wiederherstellen. Trotzdem hat es in der DDR, oder hat man sich schwer getan in der DDR, sich auf diese Tradition zu beziehen. Die Methode des Zeilenbaus war ja international verbreitet. Diese Städte international, diese Trabantenstädte, standen allerdings meistens an der Peripherie der Städte, wie der Name schon sagt. In Dessau ist aber die Idee, die an sich richtige Idee des Trabanten, fürs Zentrum verwendet worden. Das ist sicherlich richtig. Aber man muss natürlich die Bedingungen sehen, unter denen damals gearbeitet werden musste. Die Bedingungen waren natürlich die starke Zerstörung der Innenstadt, die es angeraten sein ließ, bestimmte Flächen grundsätzlich zu beräumen und dann so zu behandeln, als sei es eine Freifläche, während an anderen Stellen man natürlich zu einer gewissen Lückenschließung überging. Natürlich haben wir immer darauf geachtet und uns bemüht, immer ist es uns nicht gelungen, sage ich auch ganz ehrlich, die nach den Normativen, die anteiligen Kindergartenplätze, Kinderkrippenplätze, Waschstützpunkte. Aber ich muss sagen, wir konnten kurz vor der Wende feststellen, der Plan ist erfüllt, die Wohnungen sind genügend Wohnungen jetzt da. Das Problem, alte Bauten, dass nun einige Dinge verloren gegangen sind,
wie das Schloss. Das ist zwar bedauerlich, aber andererseits nach zwei verlorenen Kriegen muss man auch mit Verlusten rechnen. Wenn ich natürlich an das Gebiet der Multvorstadt denke, also hier um die Multbrücke da, warum? Friedrichenplatz, da könnte man sich erhalten, sage ich ganz ehrlich. Also dann hätte es den Charakter eines Museums angenommen und wir hätten wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt, Leute zu finden, die in einem Museum wohnen wollen. Das, was erhaltenswert war, haben wir in der damaligen Ägide, wo ich da Chef war, abgesichert und erhalten. Das war also die Marienkirche, der Johannbau zum Beispiel. Und da muss ich gleich an der Stelle dazu sagen, die Projekte für beide waren ja schon zu DDR-Zeiten fertig. Zur Wende stand ja schon neben der Marienkirche auf dem Hof die fertige Stahlkonstruktion für die Turmspitze. Es gab dann am Ende der 80er Jahre nochmal die Bemühungen, die Fertigteile zu differenzieren. Ich erinnere an das Viertel Mulstraße, Rathaus, Gasse. Das ist ja schon mit einer gewissen Fantasie geplant. Waren das Einzelerscheinungen? Das war so meines Wissens nach eine Einzelerscheinung. Es war zwar der Wunsch allgemein vorhanden, Ende der 80er Jahre, doch nun andere Formen zu finden und diese Eintönigkeit zu vermeiden. Es ist ja eine gewisse Eintönigkeit trotzdem entstanden. Man hat ja da verschiedene Methoden probiert. Da gab es Bemühungen. Ich will mal noch was Ketzerisches sagen. Die Absicht war auf alle Fälle gut und das ist eigentlich das, was manchmal bei mir ein bisschen Betrübnis hervorruft, dass man den Verantwortlichen von früher unterstellt, sie hätten nur Böses beabsichtigt. Sie wollten ja was Gutes, aber ging nicht so, wie sie gedacht haben. Vor allen Dingen die Menschen haben anders getickt, als man gedacht hat. Man wollte ja die Menschen umerziehen. Das kann man sicherlich, aber nicht in 40 Jahren.